Hallo und herzlich willkommen. Heute übersetzen wir den ersten Abschnitt des ersten Textes. Der erste Satz ist Markus nun gaudet. Markus ist ein Eigenname. Nun ist eine Vokabel und sie heißt nicht. Gaudet kommt von gaudere und gaudere heißt dich freuen. Gaudet ist konjugiert und wenn wir hier rechts die Tabelle anschauen, sehen wir, gaudet ist die dritte Person Plural. Schauen wir uns den zweiten Satz an. Nam heißt denn. Familia heißt die Familie, laborare heißt arbeiten und debet heißt er, sie, es, muss. Auch hier erkennen wir wieder, das T ist eine Endung, das heißt, das Verb ist konjugiert und zwar wieder in der dritten Person Singular. Er, sie, es können wir weglassen, außerdem müssten wir das Verb weiter nach vorne verschieben, das heißt, der Satz ist letztendlich, denn die Familie muss arbeiten. Der nächste Satz ist Cicero Dominus est. Cicero ist ein Eigenname, Dominus heißt der Hausherr und est heißt er, sie, es ist. Hier müssen wir wieder das Verb verschieben, das heißt letztendlich bedeutet der Satz, Cicero ist der Hausherr. Hodie dictat et dictat. Hodie heißt heute, dictat heißt er, sie, es diktiert. Hier können wir wieder die konjugierte Form in der dritten Person Singular sehen. Et heißt und dictat haben wir schon davor gehabt. Heißt wieder, er, sie, es diktiert. Da sich Diktat auf dem im vorherigen Satz erwähnten Cicero bezieht, können wir er diktiert schreiben und wir brauchen nur ein er, das heißt, heute diktiert und diktiert er. Natürlich ist aber auch heute diktiert er und diktiert er möglich. Tipp: Im Deutschen brauchen wir das Verb sehr weit vorne, um einen grammatikalisch richtigen Satz zu bilden. Deshalb ist es meistens sehr hilfreich, wenn man nach dem ersten Satzteil, also wenn man ein Verb erwartet, zum ersten Verb springt und dieses übersetzt oder zuerst das Verb übersetzt. Nun könnt ihr alleine üben. Pausiert dafür das Video. Kommen wir nun zu der Lösung. Terentia domina est. Terentia ist ein Eigenname. Danach springen wir zum Verb. Das ist in dem Fall est. Dieses übersetzen wir. Er, sie, es ist. Dann streichen wir er und es weg, da das Verb sich auf Terentia bezieht. Und dann springen wir zuletzt zum letzten Satzteil. Und das ist domina und domina heißt die Hausherrin. Wir brauchen das sie nicht, das heißt, wir schreiben einfach nur Terentia ist die Hausherrin. Kommen wir nun zu semper properat et vigilat. Semper heißt immer. Nach dem Semper springen wir zum Properat. Properare ist konjugiert, wieder in der dritten Person Singular und heißt er, sie, es eilt. Da sich Properat auf Terentia im vorigen Satz bezieht, Properat bezieht sich darauf, da in diesem neuen Satz keine neue Person vorkommt, können wir er und es wegstreichen. Das heißt, am Ende steht dort immer sie eilt. Im Deutschen müssen wir aber das eilt und sie vertauschen. Das heißt, wir haben zuletzt immer eilt sie. Das nächste Wort ist et. Et heißt und. Und das nächste Wort ist vigilat. Vigilat heißt er, sie, es ist wachsam. Da sich auch vigilat wieder auf Terentia bezieht, können wir das er und es wegstreichen. Das heißt, immer eilt sie und sie ist wachsam. Wir können nun ein sie wegstreichen. Das heißt, immer eilt sie und ist wachsam. Wie auch vorher ist es aber natürlich auch möglich, das sie in beiden Fällen stehen zu lassen. Markus cogitat. Markus ist ein Eigenname und cogitat kommt von cogitare und heißt er, sie, es denkt. Da sich cogitat auf Markus bezieht, steht letztendlich Markus denkt. Markus properat et gaudet. Markus ist wieder ein Eigenname. Nach Markus springen wir zum ersten Verb, das ist in dem Fall properat. Properat kennen wir schon, kommt von properare und heißt er, sie, es eilt. Da properat sich auf Markus bezieht, steht dort zuletzt nur Markus eilt. Das nächste Wort ist et, heißt und dann zum Schluss gaudet, kommt von gaudere, heißt er, sie, es freut sich. Markus eilt und freut sich. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, es hat euch gefallen.